So, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Sports Gaming Channel. Hier ist der Jens. Heute mein Test zu MotoGP 23, das ich die letzten Tage ausgiebig testen konnte und ja auch ein angespielt Video veröffentlicht habe. Danke nochmal an meinen Partner GameNews.de, die mir wie so oft in den letzten Jahren diesen Key kostenlos zur Verfügung gestellt haben, damit ich euch das Ganze hier präsentieren kann. Bevor wir hier in ein Gameplay gehen, ich euch ein bisschen aus meiner Sicht schildere, was ist gut geworden, was ist vielleicht weniger gut geworden, wo würde ich das Spiel von einer Wertung her einordnen. Die wird es also im weiteren Verlauf des Videos auch logischerweise geben. Möchte ich euch ganz kurz mal hier im Startmenü zeigen, was alles hier an Modi und Inhalten ist. Ihr seht jetzt hier das erste Menü, so ein bisschen so ein kleines Roundup von wichtigen Dingen. Oben könnt ihr dann mit R1 durchseppen. Seht jetzt hier beispielsweise die entsprechenden Modi, die ihr spielen könnt als Einzelspieler. Das ist Grand Prix, Meisterschaft, Zeitfahren. Könnt das jederzeit dann auch pausieren und weiterspielen, je nachdem, ob das der Modus dann hergibt. Das ist kein Problem. Karriere, könnt ihr eine neue Karriere starten. Fahrt euch und arbeitet euch von der Moto 3 irgendwann natürlich in die Königsklasse der MotoGP hoch. Und hier könnt ihr natürlich auch Tutorials üben und in die MotoGP Academy wechseln. Das ist also alles im Prinzip unter dem Bereich Training zu verbuchen. Mehrspieler-Modi gibt es auch. Einige, hier könnt ihr euch eigene Lobbys und Spiele zusammenstellen. Hier könnt ihr live in einen Grand Prix reingehen und lokal könnt ihr auch ganz klassisch im geteilten Bildschirm 1 gegen 1 beispielsweise an eurem Fernseher daheim mit 2, 3 Bier und einer Tüte Chips spielen. Auch eine schöne Sache, aber auch bei dem Spiel bleibe ich dabei. Hier ist sicherlich das Online-Spielen nicht Kern des Spiels, sondern die Offline-Modi, allen voran natürlich der Karrieremodus. Hier könnt ihr direkte Sachen wie Fahrer, wie Team optisch gestalten, könnt das Ganze hier variieren, wie ihr wollt. Hier könnt ihr das Ganze dann auch noch verfeinern, indem ihr hier entsprechend eigene Sachen noch hinzufügt und so eure eigene Ausrüstung und Motorräder und Fahrer gestaltet. Zu guter Letzt habt ihr hier einen Blick auf die Add-ons, die es gibt, sprich kaufbare Inhalte. Das kann man sich dann halt auch entsprechend immer mal anschauen für die Leute, die es interessiert. Und wir gehen natürlich jetzt in das Herzstück des Spiels, das ist der Karrieremodus. Hier zeige ich euch ein bisschen Gameplay und dann werde ich euch zeigen, was mir gefällt und was mir an dem Spiel möglicherweise nicht gefällt. Und wie gesagt, dann gibt es auch eine entsprechende Bewertung von mir. Let's go! Der Karrieremodus startet in der Moto3-Klasse, wie ihr hier bei mir unschwer erkennen könnt. Und eine Sache, die die Veteranen unter euch natürlich wissen, aber nicht jeder weiß es, gerade für Leute, die sich vielleicht überlegen, das Spiel erstmalig zu kaufen, / erstmalig nach einigen Jahren mal wieder zu kaufen. Ihr könnt in der Karriere solche Dinge immer an- oder abwählen. Wenn ihr natürlich kein Qualifying fahrt, dann müsst ihr natürlich vom letzten Startplatz starten, das spricht, beziehungsweise das ist natürlich irgendwo logisch und spricht für sich selbst, aber die Optionen dazu generell habt ihr, das wollte ich euch nur damit sagen. Oben rechts seht ihr übrigens Anfänger als Spielerfahrung und hier gibt es schon mal ein ganz, 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 ganz dickes Plus, denn höret und staunet, MotoGP 23 ist auch / endlich einmal / für Neueinsteiger und Anfänger geeignet. Das liegt einfach daran, dass sie diesen Schwierigkeitsgrad Anfänger in seiner Form erstmalig so implementiert haben. Ganz, ganz dickes Lob an MotoGP, denn das ist tatsächlich bei den letzten Ablegern immer mein größter persönlicher Kritikpunkt gewesen, denn ich halte das für ein Unding, dass man ein solches Spiel, betrifft nicht nur MotoGP, könnte auch andere Beispiele nennen, auch im Sportspielebereich, dass man das nur einer gewissen Hardcore-Community im Prinzip anbieten kann und damit seine Käuferschaft eingrenzt. Kann ich gar nicht verstehen, konnte ich die letzten Jahre nicht verstehen. Diese Hürde haben sie dieses Jahr genommen, das kann ich euch an der Stelle schon sagen.
Und ihr könnt selbst das dann auch jederzeit übrigens im Karrieremodus umstellen. Jederzeit, wer ganz einfach anfängt und merkt, dass er hier einfach nicht mehr so viel Hilfestellung benötigt, kann das jederzeit umstellen. Ansonsten seht ihr das hier auch. Rewind gibt es auch als Funktion. Könnt ihr ein- und ausstellen. Ihr könnt die Ideallinie komplett ausstellen, nur in der Kurve einstellen. Also ihr könnt das Gameplay auf gut Deutsch. Jeder kann es seiner Fasson nach anpassen und das funktioniert auch richtig gut. Und die Schwierigkeitsgrade sind unfassbar gut voneinander inhaltlich und vom Anspruch getrennt. Ich habe es probiert. Und da muss ich sagen, ganz dicken Daumen an das MotoGP 23 Team, denn das finde ich ist eine klasse Sache. Jetzt kann das Spiel quasi jeder fahren. Ihr seht es jetzt hier nochmal, Anfänger, klassisch, kompetitiv oder extrem, ja. Und dann könnt ihr auch sogar immer noch Einfluss auf diverse Sachen haben, wenn ihr das dann wollt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige, vielleicht die wichtigste Neuerung der Schwierigkeitsgrad für Anfänger und Neueinsteiger. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Hier seht ihr unter anderem eine Sequenz, ein paar Cutszenen, die auf das Rennen vorbereiten. Hier muss ich dann schon auch wieder ein bisschen Kritik üben, denn diese Szenen und Abläufe, auch die bleichen Gesichter, die relativ emotionslosen Gesichter sowie die Cut-Szenen selber sind im Prinzip 1:1 mehr oder weniger aus der Vorsaison übernommen worden. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, bisschen mehr Atmosphäre und natürlich auch ein bisschen mehr Abwechslung. Denn ich finde nichts in Sportspielen schlimmer, als wenn man im Karrieremodus immer das Gefühl hat, dass man den Karrieremodus des Jahres davor spielt. Das muss man einfach an der Stelle hier ganz kurz auch mal kritisch anmerken. Und ich denke, das darf ich an dieser Stelle auch kritisch anmerken. Und das wollte ich an der Stelle auch mal ganz klar gesagt haben. Ansonsten sind Sie natürlich mit den entsprechenden MotoGP, Moto3, mit allen entsprechenden aktuellen Lizenzen, Fahrerteams, Fahrern und natürlich auch Fahrstrecken unterwegs, die es in diesem Paket aktuell gibt. Da gibt es natürlich auch ein Lob von meiner Seite und das ist natürlich auch eine Sache, die rund ist und die natürlich den Leuten, die hier auch die Freaks sind, entsprechend Spaß machen wird. Denn es ist ja auch klar, mit Originallizenzen spielt sich sowas natürlich auch sehr, sehr interessant. Es gibt im Karrieremodus außerdem neu Rivalitäten, die ihr bewältigen müsst, die das Ganze noch ein bisschen tiefgreifender machen. Und es gibt auch dynamisches Wetter. Auch das ist neu. Heißt also, während eines Rennens kann sich das Wetter verändern. Und dann müsst ihr natürlich auch entsprechend reagieren, beispielsweise mit einem Reifenwechsel, wenn es mal regnet. Es gibt außerdem noch die Flag-to-Flag-Regel, die neu im Spiel mit enthalten ist. Das sind so jetzt einfach mal die größten Neuerungen von mir gesagt. Und wir gehen jetzt mal ins Rennen rein und ich möchte euch ein bisschen was dann zum Gameplay sagen, zur Grafik, zur Steuerung und dann kommen wir auch zu einem entsprechenden Fazit. Die Einführungsrunde ist vorbei. Es ist wichtig, die Reifen auf Temperatur zu bringen, um keine Probleme in den Kurven 2 und 6 zu bekommen. Es ist alles bereit für den Grand Prix von Katar. Wie gesagt, ihr habt es ja gerade gesehen, dass ich natürlich Training und Qualifying habe sausen lassen. Dann muss ich natürlich vom letzten Platz starten, habe aber den leichtesten Schwierigkeitsgrad drin. Und vor allem das Schöne ist ja auch, dass ihr hier einfach auch mal seht, wie sich das mit dem Feld fährt. Und das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Was mir an der Fahrer-KI so ein bisschen aufgefallen ist, ist tatsächlich auch, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob es der leichtesten KI geschuldet ist in den höheren KIs, ist mir das so nicht ganz aufgefallen. Aber ich habe die allermeisten
Zeitrennen und natürlich auch Rennen mit entsprechendem Feld, um das beurteilen zu können, schon mit der einfachsten KI gespielt, das möchte ich an der Stelle schon sagen, aber es gab immer wieder die Phasen, wo ich gesehen habe, dass die Motorräder sehr, sehr weit rausgetrieben sind beim Fahren, bin ich nicht ganz so sicher, ob es ein generelles KI-Problem ist, das möchte ich an der Stelle jedoch auch erwähnt haben. Der einfachste Schwierigkeitsgrad ist super gut, um ins Spiel reinzukommen, um ins Rennen reinzukommen, um auch als Gelegenheitsspieler, Neueinsteiger und Feierabendgamer mit dem Spiel Spaß zu haben. Und ich kann euch gleich sagen, Leute, genau aufgrund von diesem neuen einfachsten Schwierigkeitsgrad, der euch natürlich fast alles abnimmt und sehr, sehr viel an Fahrhilfen einsetzt und unterstützt, macht auch jetzt euch das Spiel Spaß. Das bedeutet einfach, dass man nicht gleich bei jedem Rempler mit anderen Motorrädern und Gegnern aus der Strecke getragen wird oder diese von der Strecke schießt. Das bedeutet einfach auch, dass man Spaß hat am Fahren, auch wenn man nicht der absolute Profi ist. Bedeutet aber auch, die anderen Schwierigkeitsgrade dürften für Veteranen und Profis unter euch weiterhin absolut fordernd sein. Ich habe sie ja selbst getestet, also schon im ersten Schwierigkeitsgrad, der nach dem Anfänger kommt, ist es schon entsprechend schwer, Strecke und Ideallinie zu halten, Bremspunkte selber zu setzen und vor allem in den Kurven nicht vom Bike zu fallen. Das war ja immer so eine Geschichte, wo ich gerade bei den letzten Teilen selber auch gesagt habe, das macht einfach keinen Spaß, wenn du so ein Spiel ab und an mal spielen willst, aber das Spiel dir einfach nicht die Möglichkeit lässt, dir einfach eine etwas einfachere KI und vor allem insgesamt einen einfacheren Schwierigkeitsgrad mit an die Hand zu geben. Sehr, sehr gutes Thema, da gibt es für MotoGP 23 drei Daumen nach oben. Die Schwierigkeitsgrade fordern also jedermann, egal wo ihr euch als Spieler hier einordnet. Sehr, sehr gut. Ansonsten kommen wir mal zur Grafik. Die geht insgesamt in Ordnung. Auch wie bei TT Isle of the Man Teil 3, welches ich ja kürzlich auch getestet habe. Was grafisch, ich sag jetzt mal, für Next-Gen-Verhältnisse noch einiges schwächer ist als MotoGP 3, so geht das hier grafisch insgesamt in Ordnung. Aber auch hier, finde ich, könnte man für Next-Gen eigentlich hier und da noch ein bisschen mehr Glanz erwarten, Detailreichtum. Ihr seht es an den Strecken. Da, finde ich, hätte man noch ein bisschen was, meiner Meinung nach, im Detailreichtum und der Optik machen können. Aber insgesamt geht die Optik und Grafik schon in Ordnung. Das ist wirklich gut. Steuerung natürlich gerade auch verbunden mit dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Aber nicht nur da, sondern generell geht dieses Jahr auch in Ordnung. Gefällt mir insgesamt gut. Es geht gut von der Hand. Es lässt sich gut steuern. Und da gibt es auch keinerlei große Vorwürfe zu machen. Wie gesagt, die Karriere bietet mit dem Rivalitätensystem zu anderen Fahrern individuelle Herausforderungen im Rahmen einer Saison. Das dynamische Wetter bietet nochmal wieder ein bisschen mehr taktische Abwechslung, auch so es denn bei einem Rennen zum Tragen kommt. Und wie gesagt, ihr könnt auch noch solche Sachen bei den Rennen einstellen, wie dass ihr nur 25% vom echten Rennen fahrt oder solche Geschichten. Also jeder kann die Karriere jederzeit in ihren Inhalten so weit für sich modifizieren, wie er das möchte. Und das ist schon eine richtig gute Geschichte. Mir hat das Spiel insgesamt wirklich Spaß gemacht. Es ist das beste MotoGP der letzten Jahre und zwar ganz klar meiner Meinung nach. Ich habe es ja ausgiebig begründet, unter anderem warum das so ist, aber auch eben hier und da, dass sie, wie gesagt, die Karriere mit einzelnen Nadelstichen, so würde man im Fußball sagen, noch ein bisschen individueller gestaltet haben, einfach ein paar neue Sachen noch hinzugefügt haben, das gefällt mir schon gut. Ich hatte das ja eingangs auch gesagt, weniger gut gefällt mir, dass die Karriere ansonsten sich wie die letzten Jahre anfühlt. Es sind die gleichen Zwischensequenzen, es sind die gleichen Sequenzen,
Die Grand Prix werden von der immer wieder gleichen Stimme der letzten Jahre vorgestellt und da hast du einfach das Gefühl, dass dir das Ganze aus dem letzten Jahr oder den letzten Jahren einfach in der Form auch wieder 1:1 vor die Nase gesetzt wird und das ist etwas, was mir einfach nicht 100% gefällt. Dennoch möchte ich MotoGP 23 abschließend ein wirklich gutes Ergebnis attestieren und aufgrund der genannten Vorteile, der genannten Nachteile, die ich jetzt in den letzten Minuten genannt habe, aufgrund auch der Tatsache, dass ihr natürlich auch insgesamt ansprechende Spielmodi habt, wobei online hier eher nur für die absoluten Hardcore-Freaks geeignet sein dürfte, möchte ich dem Spiel eine wirklich gute 8/10 geben. Das ist auch mein Abschlussurteil. Und damit ist MotoGP 23 der stärkste Teil der letzten Jahre, der endlich auch Einsteiger und Anfänger unter euch ins Spiel und in die Welt von MotoGP und seinen offiziellen Rennen und den ganzen Lizenzen drumherum lässt. Damit möchte ich den Test abschließen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich würde natürlich interessieren, wo seht ihr das Spiel qualitativ? Geht ihr mit mir konform? Wie seht ihr das Ganze? Wie würdet ihr den aktuellen Teil bewerten? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten, wer Sports Gaming liebt, darf natürlich den Kanal gerne abonnieren. Würde mich freuen über euren Support. Auch natürlich über Feedback, über nette Kommentare. Und über einen Daumen nach oben. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Jens. Bis zum nächsten Mal.